Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Guide Cube World. Heute geht es um Pets. Alles mögliche rund um die guten Pets. Darum bin ich auch immer noch mit meinem großen Account online, weil man hier ja doch einiges an Petpool hat und ich euch einfach mal demonstrieren wollte, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier auch schon meine ganzen Pets da und das Pet, was ich jetzt fangen werde, ist jetzt nicht notwendig für mich zu fangen. Ich fange es einfach, um es euch zu demonstrieren, wie es geht. Und darum hole ich mir jetzt meinen Bark Beetle raus und packe mir einmal Brot in das Pet Food. Das muss man sich natürlich entweder alles merken hier, was gehört. Ich kann ja mal so spaßeshalber probieren, was ich weiß. Das ist für den Blaine Runner, das ist für den Snow Runner. Das ist für irgendeinen Hund gewesen, glaube ich. Das ist für Moskito gewesen. Ach, scheiß drauf. Okay. Und ich weiß zumindest, ich habe mich schon gesucht und da hinten ist ein Bark Beetle, wie auf dem ich reite. Und der mag Brot. Alle diese Rezepte, welches Tier was mag, kann man alles eingeben. Man muss einfach nur eingeben, Cube World Pet Food bei Google. Und da kriegt man gleich die erste Seite. Ist eine Liste mit Pet Food, welches Tier gern welches Food hätte. Im Wiki natürlich. Und jetzt laufen wir einfach dahin. So, komm mal her, kleiner Bark Beetle. Und ihr seht schon, der kriegt jetzt langsam ein Herz dazu. Und wenn das fertig ist, gehört er euch. Normalerweise würde euch der Bark Beetle angreifen, wenn ihr ohne Pet Food auf den loslauft. Allerdings, auch wenn er euch angegriffen hat, könnt ihr das Pet Food noch auspacken. Ihr dürft ihn bloß nicht angreifen. Sobald ihr ihn angreift, ihn aggressiver auf euch macht, dann ist vorbei. Dann könnt ihr ihn nicht mehr tamen. Oder wenn zum Beispiel da, wo ich ihn jetzt gerade her habe, viele Bark Beetles sind, da hinten, dann werden alle gleichzeitig auf euch losrennen und das Essen haben wollen und alle, die kein Essen kriegen, greifen euch danach an. Und dann komm ich und mach den. Na los, komm, mach ihn tot. Los, komm, mach ihn tot. Ja, mach ihn tot. Genau, so möchte ich das sehen. Okay, da das zu Pet Food, jetzt habe ich hier im Moment, gibt es halt die verschiedenen Pets. Die Bark Beetles, der wird höchstwahrscheinlich mein Level mitgelevelt sein. Ne, der ist Level 33. Umso stärker das jeweilige Pet, umso höher ist es an eurem Level dran. Der ist jetzt weiß, deswegen sind die nicht mehr an meinem Level dran. Allerdings, wenn ich mir zum Beispiel orangen oder rote Pets hole, sind die dann schon in Nähe meines Levels und ich kann mal gucken, was ist denn das, was höchste. Hier zum Beispiel habe ich einen Yellow Slime, kann ich mal zeigen. So. Hier ist wieder Slime, der ist am höchsten mit, der hat sich dann damals, den habe ich mit Level 45 gefangen, wie man sieht. Der hat sich dann einfach mitgelevelt. Und er hat auch einiges drauf, der kleine Süße. Aber ich bleib bei meinem Käfer. Ihr könnt euren Pets dann ebenfalls auch Namen geben. Ihr könnt übrigens auch euren Charakternamen umbenennen. Dazu gibt ihr einfach Eingabe ein. Gibt Slash, Petname. Alle, die das jetzt gerade nicht sehen, sollten mal auf Vollbildmodus auf höchster Qualität umschalten. Dann sieht man das auch, was ich da unten eingebe. Slash, Petname, alles zusammenschreiben und alles kleinschreiben. Gibt eh keine kleine und Großschreibung. Ich kann mal hier großes M und kleines M. Da gibt es keinen Unterschied. Und dann gebe ich einfach mal. Ne, ich habe glaube ich gerade den falschen Beetle draußen. Aber egal. Boris. So, mein Pet heißt jetzt Boris. Oh, siehst du mal, da habe ich sogar. Huch, da habe ich was falsch gemacht. Pet Name? Ach nee, Quatsch. Nicht Pet Name. Entschuldigung. Das tut mir jetzt leid. Name Pet heißt es. Name Pet. Pet umbenennen. In Boris. So, jetzt seht ihr da oben hier, Moment, hier oben steht jetzt Boris über meinem Pet rüber und der ist Level 33. Dasselbe geht auch mit euch, ihr könnt nämlich auch euch umbenennen, dann gebt ihr einfach nur Name ein und gebt dann ein Boris. Jetzt heißt ich auch Boris, das will ich aber wieder rückgängig machen, Moment. Slash Name Neverguest. So, bin ich wieder ein Neverguest. Und so könnt ihr eure Pets dann umbenennen und könnt euch eure jeweiligen Lieblingspets raussuchen. Die Geschwindigkeit von den Pets müsste eigentlich bei allen Pets dieselbe sein, soweit ich weiß. Ihr könnt allerdings die Geschwindigkeit allgemein, wenn ihr auf Pets reitet, hochpushen. Das geht mit diesem Menü. Oder ihr gebt dem Tier ein wenig Liebe, indem ihr ihm ein paar Level, also ein paar Hitpoints dazugebt. Ich will jetzt aber wieder mein Pet haben. Wo ist mein Beetle? Da ist mein Beetle. Der ist ja schon 20 Level höher, ne? Ist schon viel cooler. Okay, dann sage ich und Ignil euch mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss! Noch kurze Anmerkung. Schnappt sie euch alle!